Hallo liebe Viktoria-Fans, wir sind zurück mit einem neuen Spieltagstalk, heute mit Ennis und Tolly und heute auch mal mit euren Fragen, denn wir haben euch aufgefordert, uns eure Fragen zu schicken über Instagram und heute habt ihr die Möglichkeit, eure Antworten von Ennis und Tolly zu bekommen. Wenn ihr das Spiel gegen Wien Wiesbaden mit nur einem Wort beschreiben müsstet, welches wäre das? Überragend. Unglaublich. Wer ist der DJ in der Kabine? Wer sorgt für Stimmung? Im Training ist es Sprinter, unser Torwart, und wenn wir Spiel haben, ist es der Gunte, Tobi. Also DJ ist Sprinter und Stimmung macht schon Kuba, kann man so sagen. Messi oder Ronaldo? Beide. Ja, ganz klar beide. Ennis, wie fühlt es sich an, in der dritten Liga zu spielen und als Aufsteiger jetzt auch oben mitzuspielen? Ja, überragend. Ich glaube, haben wir am Anfang der Saison nicht gedacht. Umso besser ist es jetzt. Tolles Gefühl. Also es ist ein unglaubliches Gefühl. Jeder versteht sich sehr gut. Wir vertrauen uns und macht unheimlich Spaß mit dem Team. Und umso schöner, dass wir oben stehen. Tolly, wie definiert ihr euer Saisonziel und hat sich das vielleicht nach diesem guten Start in der dritten Liga auch wieder geändert? Geändert im Moment würde ich nicht sagen. Wir schauen von Spiel zu Spiel, haben auch weiterhin das gleiche Ziel und schauen dann halt, was am Ende dabei rauskommt. Ja, unser Ziel ist es nach wie vor der Klassenerhalt und nach 8 Spieltagen über andere Ziele zu reden, ist noch zu früh. Bock auf zweite Liga? Ja, natürlich. Es ist zwar noch früh, um darüber zu sprechen, aber wäre eine geile Geschichte. Bock auf zweite Liga? 100%, aber es sind noch früh in der Saison und wie gesagt, mal schauen, was dabei rauskommt. Dann haben wir noch eine weitere Frage reinbekommen. Was sagt ihr zur Leistung eurer Dreierkette? Also, ich brauche gar nichts dazu zu sagen. Wir haben vorhin schon in der Kabine darüber gesprochen, dass wir die zweitbeste Abwehr im Moment haben und ich glaube, brauche ich gar nichts mehr zu ergänzen. Ja, die drei da hinten machen es überragend mit Kuba, Kapo und Menzer. Jetzt auch endlich der Gunte wieder da nach seiner Verletzung und ja, den drei da hinten kann man vertrauen. Ennis, am Wochenende steht unsere weiteste Auswärtsfahrt bevor. Es geht zum SC Freiburg. Wie schätzt ihr den Gegner ein? Ja, Freiburg ist eine Top-Mannschaft. Haben jetzt auch am vergangenen Wochenende gewonnen. Darf man nicht unterschätzen. Junge Mannschaft, hungrig, dynamisch. Wir machen das Beste draus. Freiburg, wie wir Aufsteiger. Ich glaube, schwierig am Anfang der Woche noch über die was zu sagen. Wir hatten noch keine Analyse gehabt und im Laufe der Woche werden wir das sicherlich noch machen und dann schauen wir halt, wie wir gegen die zu spielen haben. Ja, Tolly, die letzte Frage von unseren Fans ist, warum sieht Moritz immer so gut aus? Ja, liebe Viktoria-Fans, ab sofort grüßen wir nach jedem Spieltagstalk auch einen von euch. Schickt uns einfach eine Nachricht oder schreibt es in die Kommentare, wen wir grüßen sollen. Und heute gehen Grüße raus an... Onur, grüß dich, mein Junge. Bleib sauber. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram, Facebook, Twitter und YouTube und bleibt immer auf dem neuesten Stand. Mit Ennis Kütsch und Tolly. Tolly, wenn ihr das Spiel gegen Wien Wiesbaden mit nur einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre das? Überragendes Gefühl. Überragendes Gefühl. Überragendes Gefühl. Ja, unsere Dreierkette da hinten, die machen es natürlich unglaublich mit Kuba, Kapo und Elbo. Da hast du geredet. Keine Ahnung, Bruder. Ja, unser Ziel. Boah, Bruder, was passiert hier? Nein, so schnell geht das nicht.